Architektur Basel ist das Etagenwohnhaus am Viadukt. Sie beiträgt zur Verdichtung der Stadt als Alternative zum Einfamilienhausquartier. Ist für mich auch über 100 Jahre nach Fertigstellung sehr eindrücklich. Architektur Basel ist Gymnasium Kirschgarten von Hans Bernoulli. Es ist ein schönes Beispiel dafür, dass gute Architektur, niedrige Baukosten und die Idee von der Gemeinschaft zum Gesamtkunstwerk führen. Alle drei Qualitäten werden hier vereint. Architektur Basel ist der Altbau vom Kunstmuseum. Eine wichtige Ecke für die Kunststadt Basel. Die streng axialsymmetrische Hofanlage schafft im Stadtraum einen palastähnlichen Ausdruck. Im Inneren wirkt jedoch in einem anderen Maßstab die besondere Atmosphäre von Licht und räumlichen Querbezügen. Architektur Basel ist für mich die zweite Johanniterbrücke. Trotz oder gerade wegen der grossen Spannweite vom mittleren Bogen wirkt sie auf mich elegant und leicht. Architektur Basel ist die WOBA-Siedlung von 1930. 13 Architekten auf der Suche nach der Wohnung fürs Existenzminimum ergibt eins der spannendsten Experimente des neuen Bauen in Basel. Architektur Basel ist die Stadt Erlen von Buchner und Bründler, weil sie gestalterisch und architektonisch zu überzeugen vermag. Gleichzeitig schafft die Stadt Erlen durch ihr genossenschaftliches Konzept einen wichtigen Beitrag an unsere Gesellschaft zu leisten. Architektur Basel ist die Gewerbeschule. Die Skulptur von Hans Arp auf dem Schulhausplatz ist genauso beeindruckend wie das Betonfaltwerk der Murerhalle. Ein tolles Beispiel für das Zusammenspiel von Kunst und Architektur.